Hey, hallo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir machen heute wieder ein kleines Giveaway. War ja echt noch krass heute Nacht, ja, da hatte ich die Idee, eine kleine Charity-Aktion zu machen. Hab noch ein Video heute Nacht aufgenommen, um 2 Uhr heute Nacht hochgeladen. Hab gedacht, das läuft dann heute schön so über den Tag. Und wir finden dann da 3 Spender, die da mitmachen für die coolen Pakete. Aber als ich heute Morgen früh dann schon wieder aufgestanden bin, hatte ich im E-Mail-Posteingang schon die 3 Spender drin und die ganze Aktion war heute im Morgengrauen bereits erledigt. Die Kohle war schon da, bereits an Deutschland hilft überwiesen und ja, so schnell war selten ein Projekt über die Bühne gebracht worden. Also an der Stelle nochmal echt recht herzliches Vergeltskorn an die beiden Firmen und an die 3 Spender, die hier gleich noch heute Nacht Action gemacht haben. Echt krass, wie flott das über die Bühne ging. Ja, und ja, wenn sonst noch jemand ein bisschen was spenden will, hier geht einfach auf auktion-deutschland-hilf.de. Da gibt es ein Spendenkonto, da könnt ihr für die Flutopfer mal 1 Euro rüber schieben. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, als kleines Dankeschön, so für alle wieder ein bisschen, für die coole Community hier, weil ich meine, solche Aktionen würden nicht gehen, wenn ihr nicht so viele coole Leute am Start hättest, ne? Dass du mal zwischen nachts um 2 und morgens um 6 hier so eine Aktion über die Bühne bringst. Da habe ich gedacht, hau mal wieder was raus für die Community. Ich habe hier das Nigelnagelneue Messermagazin. Ich glaube, das könnt ihr noch gar nicht kaufen. Selbst die Abonnenten haben das noch nicht. Das geht jetzt nächste Woche, glaube ich, wieder auf die Reise. Und wir legen noch mit dazu einer dieser coolen neuen Pitbull Sammler Coins von PMP Nice. Und die Dinger kommt dann nur beim Hillbilly oder halt ihr kauft ein Pitbull oder halt ja, ein Pitbull Knife, ein PMP Knife bei Tools for Chance. Das ist die eine Seite. Das ist die andere Seite. Ein Richie. Es sind nicht 2 verschiedene Motive, es sind einfach nur unterschiedliche Motive auf den Seiten. Habe ich dann auch erst nachher gemerkt. Ja, cool, ne? Also wer Bock hat auf ein bisschen Lesestoff und ein Sammlercoin hier, mal was anderes. Der schreibt hier einfach in einen Kommentar unten dran, dass er hier Bock hat mitzumachen und dass wir dann mal laufen. Und nächste Woche, wenn das Messer dann in den Handel geht, dann geht das hier von mir auch raus, zurück in den Gierkreislauf auf die Reise zu einem Gewinner. Und der hat dann hier wieder schönen Lesestoff, ja, auf Seite 23. Unser Sponsor an der Stelle, natürlich immer ein fettes Dankeschön geht hier an Richie raus, ne? Und das ganze Team. Gut, ihr wisst Bescheid. Wer Bock hat mitzumachen, Kommentar drunter. Pitbull Coin und ein Messermagazin geht dann hier auf die Reise. Also Freunde, habt noch ein schönes und hoffentlich trockenes Wochenende. Ich hoffe es auch. Heute Nacht, es hat wieder geschüttet. Hier sind die Bäche die Straße runter. Ich glaube, jetzt ist wieder mal gut, bald nach 4 Monaten Regenzeit. Jetzt werden wieder mal so eine Woche schönes Wetter, richtig cool. Ne? Vor allem für die Aufräumarbeiten, die könnten da auch ein bisschen Trockenheit brauchen, nicht noch mehr Wasser von oben. Also ich drücke euch allen die Daumen, Freunde. Wir sehen uns die Tage wieder hier in diesem Kino. Macht's gut. Bye, bye. Euer Ebeli. Bleibt gesund.